Herzlich willkommen heute zu dieser Sendung und ich kann dir heute eine ganz tolle Frau präsentieren, die sich ganz gut auskennt, wie man von einem Single-Dasein zu einer glücklichen Partnerschaft kommt. Du kannst heute dich gefasst machen auf ganz viele tolle Dinge, die werde ich gleich erklären. Die werden dir im Business weiterhelfen, die werden dir, wenn du Glück hast, auch in der Liebe weiterhelfen. Herzlich willkommen, Carmen Maidaut. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank für dieses Opening. Ja, Schön, dass ich genau. da sein Und ich werde dich jetzt kurz vorstellen. Und der Witz muss natürlich jetzt sein, was macht eine Expertin für Liebe und Partnerschaft am Wochenende? Ja, sie fährt in die Berge mit ihrem Schatzi, ne, und verbindet ihr Business mit dem schönen Privaten. So macht die das. Stimmt es, Carmen? Das ist tatsächlich wahr, ja. Also dadurch, dass ich das Ganze jetzt auch wirklich als Online-Business aufgebaut habe, ist es mir natürlich möglich, von überall zu arbeiten. Und das darf dann auch an einem Wochenende direkt aus den Bergen sein. Und von daher können wir jetzt auch dieses wunderbare Interview miteinander führen. Und im Hintergrund, das ist wirklich real. Genau. Ja, also Carmen, du kamst zu uns im August 2020, mitten in Corona. Ich möchte wetten, dass du wahrscheinlich dich ein bisschen von der ganzen Corona-Geschichte auch bedroht gefühlt hast oder vielleicht dachtest, Mensch, was ist da mit meiner Selbstständigkeit? Wie mache ich das jetzt? Du wolltest online lernen. Du kannst dir gleich selber erklären, wie es dir damals ging. Das waren deine ersten Schritte. Heute bist du eine extrem gut positionierte Expertin für Single-Frauen, die das eben satt haben und stattdessen das Leben haben möchten, das du mit deinem Mann genießen kannst. Jetzt weiß ich von dir, dass du die Damen, die Single-Damen, die es heute eben noch sind, gut verstehen kannst, weil es dir eines Tages auch so ging. Und du bist ein gutes Beispiel. Und du hast ein tolles Programm aufgebaut. Du hast gelernt, wie man online sozusagen dieses Thema vermarkten muss. Wie kann man das vermarkten? Wie kann man die richtigen Leute gewinnen? Du hast auch gelernt, es war ein Entwicklungsprozess, wie du zur richtigen Zielgruppe kamst. Das ist auch wichtig zu wissen. Ja, und du hast dir ein solides, fünfstelliges Business aufgebaut. Du hast erwähnt, dass du, glaube ich, Februar, März hast du den Award gewonnen mit ungefähr 12.500 Monatsumsatz. Aktuell liegst du bei 22.500. Also wenn ich dich jetzt so vorstelle, da kann man eine Frau sehen, die das Thema Liebe gemeistert hat für sich. Die ist da angekommen im Leben und sie ist auch angekommen als Selbstständige. Endlich die Ernte einzufahren. Sie hat gelernt, Marketing zu machen, konkret Marketing zu machen in den sozialen Medien auf leichte Weise. Sie hat gelernt, das mit ihrer Partnerschaft so zu verbinden, dass beides geht. Jetzt möchte ich dir den Ball zuspielen. Wie hat es für dich begonnen? Du kamst ja zu uns Anfang August 2020 und ich habe jetzt einfach mal angenommen, vermutlich wusstest du ja auch nicht mit Corona, wo kommt jetzt mein Geld demnächst her? Wie komme ich zu Kunden? Also, was war die Situation und warum bist du zu uns gekommen ursprünglich? Das ist tatsächlich so. Es war die Situation durch Corona, die mir das Ganze sehr vereinfacht hat, mir auch vorzustellen. Ich komme aus der klassischen therapeutischen Arbeit als Psychologin und ich bin es natürlich gewöhnt gewesen, in einem Miteinander, in einem Raum mit einem Gegenüber zu sein. Und das war nicht mehr möglich. Und die ganze Zeit war schon die Idee, es muss auch möglich sein, in so eine intensive 1-zu-1-Beziehung online gehen zu können. Und ich habe dein Buch damals, es ist mir durch pursten Zufall in den Schoß gefallen und ich habe es innerhalb eines Nachmittags gelesen und ich habe mich einfach nur mit genau diesem Buch, ich habe mich einfach nur absolut abgeholt gefühlt. Ich habe einfach irgendwie gespürt, da versteht jemand meine Situation und das Wort Bauchladen hat mich damals extremst aufgefangen zu sagen, ich kann alles, was ich wirklich in meinem Leben an Erfahrungen gesammelt habe, aus den verschiedensten Bereichen in ein Business zusammenfügen. Und von daher, die Arbeit mit Singles liegt mir deshalb am Herzen, weil ich selber ich glaube, 7 Jahre insgesamt Single war. Ich kenne das Gefühl, was es heißt, sich irgendwie in seinem Wert nicht mehr bestätigt zu fühlen. Ich habe selber mit sehr vielen Schicksalsschlägen zu tun gehabt, um mich da wieder herauszuarbeiten. Das war dann für mich ein ganz klares Ziel, zu sagen,
Das möchte ich weitergeben und das möchte ich jetzt ganz speziell an Singlefrauen weitergeben, damit sie ganz schnell für sich wieder diese Entscheidung treffen dürfen, in Beziehung zu gehen, zu sich selbst und dann zu einem anderen Menschen. Ja. Wunderbar. Also du hast bei uns im Premium Business Startprogramm gestartet, hast aber relativ schnell ein Upgrade gemacht in die Premium Business Mastery. Warum hast du das gemacht und was hat dir das gebracht? Ich habe es ganz klar gemacht, ganz klar, es war für mich so klar an einem Wochenende, als ich bei den BSDs das erste Mal teilgenommen habe als Zuschauerin und ich dann von einer anderen Teilnehmerin gehört habe, man muss wirklich alles auf eine Karte setzen, ein komplettes Commitment eingehen und dann habe ich kurz auf mein Konto geguckt und habe gedacht, ja, ich glaube, ich muss ein echtes Commitment jetzt eingehen. Und das habe ich gemacht und damit mir diese Möglichkeit geschaffen, ein bisschen länger im Programm sein zu können und habe sehr früh gespürt, dass ich diese Zeit brauchen werde. Denn das ist etwas, was es auf jeden Fall, also ich habe diese verlängerte Zeit, dieses Jahr gebraucht, um all das für mich auch wieder, also um mich in so eine Situation zu bringen, mir vorzustellen, aus dem 1:1 eines Praxisraumes das Ganze so technisch aufzuziehen, dass es mir heute ohne Probleme möglich ist. Aber ja, jetzt bin ich auch schon Ü50 und ich habe ein bisschen gebraucht. Ja, also ich glaube, dass du relativ rasch nach dem Eintritt in die Mastery zum Erfolg gekommen bist. Also die Fakten sind, da man hört immer wieder raus, ist immer noch, wie soll ich sagen, du kannst sozusagen dein Licht ja noch mehr scheinen lassen, ne, auch mental. Am 21.09. hast du den Sprung in die Mastery gemacht und am 23.12. hast du dann deinen ersten Verkauf gemacht. Ja, das ist ja, wenn man das mal ausrechnet, nur, sag jetzt mal nur in Anführungsstrichen, 3 Monate, ja, wo das Thema mit dem Bauchladen gelöst wurde. Das war die erste Hypothese mit der Positionierung. Ja, du hast relativ schnell dann mit Marketing angefangen und eben dann auch den ersten Verkauf gemacht. Also meiner Meinung nach darfst du auch sagen, dass du dann zügig zum Erfolg gekommen bist. Ja, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema. Nämlich der inneren Einstellung. Ich glaube, dass das in deinem Programm und in deiner Erfahrung bestimmt bei den Single Ladies auch der Fall ist. Sozusagen, also wer zum Traummann will, ne, wird Schwierigkeiten haben, wenn man da nicht optimal eingestellt ist innerlich. Und so ist es im Business auch. Ne? Also sozusagen, wer nicht die optimale Einstellung hat zu seinem Geschäft, zu seinem Zielkunden, zum Marketing generell, auch zum Thema Verkaufen, wird es halt auch schwer haben. Jedoch, wenn man das schafft zu verbessern, dann geht es 1000-mal leichter. Also so wird es bei dir mit den Single Ladies sein und so geht es mir sozusagen mit Kunden wie dir. Ja, vielleicht magst du darüber noch sprechen. Was hat dazu beigetragen, dass du am Ende im Dezember dann durchgestartet bist und dann ging es ja auch zügig? Einer meiner wichtigen Sätze ist, wie du dich siehst, so sehen dich andere. Das ist etwas, was ich an meine Single-Frauen weitergebe, weil es hat wirklich mit der inneren Einstellung zu tun. Wenn ich mich selber wertvoll, wenn ich mich toll finde, wenn ich glaube, eine Traumfrau zu sein, strahle ich das aus und das wird im Außen so gesehen. Und für mich war es am Anfang auch so, ich brauchte erst ein bisschen ich musste mich eingewöhnen in dieses Unternehmerinnen-Mindset. Ich kann heute von mir sagen, ich bin Unternehmerin. Etwas so Großartiges, dieses Gefühl habe ich mir vor einem Jahr noch nicht so vorstellen können. Also da war ich selbstständig. Heute sage ich von mir, ich bin Unternehmerin. Und das ist ein Riesensprung und von daher ein unglaublich kostbares Jahr für mich. Es hat mir persönlich ganz viel weiter, also mir war wirklich viel gegeben. Aber das, was ich über diese Arbeit jetzt an die Frauen weitergeben kann, das ist kolossal. Und ich bekomme ein so unfassbar schönes Feedback, dass ich sage, ja, ich glaube, es ist einfach nur alles richtig. Es ist alles richtig, definitiv. Und eben diese Entwicklung in dieser Zeit, in unserem Mastery-Programm, die hat eben dazu geführt. Du hast es super umgesetzt und so du eben deine Kunden anleitest, so haben wir das eben mit dir gemacht. Wir haben die Formate, will ich jetzt nicht einfach einzeln erwähnen, aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, du musst zum Beispiel bei einem Consulting Day im November wahrscheinlich gewesen sein, im November, und der
Eben, wenn man das dann sieht, ja, da gehen wir vielleicht für dich als Zuhörer einfach in die Tiefe mit den Kunden. Die Kunden sagen, Christian, ich bin jetzt bis zu einem bestimmten Punkt gekommen, aber momentan hakt's da. Ja, und dann gehen wir halt in die Tiefe und besprechen miteinander strategisch und intuitiv, woran könnte das liegen und finden da Ansatzpunkte. Ja, und da haben wir eben einen Ansatzpunkt bei der Carmen gefunden damals. Also November, na, und dann bis zum 23.12. ist ja nur ein Monat. Vielleicht so ganz kurz, was hat dir, ja, wie soll ich sagen, wie hat dir dieser Tag geholfen und das, was danach kam, damit es eben zum Durchbruch kam? Es ist eine sehr, sehr kleine Gruppe, eine sehr geschlossene Gruppe mit sehr fähigen, spürigen Menschen. Es wird von dir und von Yvonne geleitet und es ist einfach, wir sind in so einem Kreis von 12 Menschen gewesen und alle schauen ganz genau hin und alle schauen ganz genau, was sagt derjenige, der gerade dran ist und was sagt er nicht und was kriegen wir trotzdem mit. Und da hat mir ganz viel geholfen, dieses Feedback der anderen und einfach auch das Gespür von euch beiden und an der Stelle dieses, manchmal ist es so, dass man in einer Lebenssituation noch nicht wirklich an sich selber glaubt, aber dann ist es wichtig, dass jemand anderes etwas in dir sieht, was du selber noch gar nicht sehen kannst. Und das ist heute für mich genauso. In der Arbeit mit meinen Single-Frauen sehe ich so viel Qualität und so viele Fähigkeiten, so viel Werte. Und solange sie es noch nicht sehen können, halte ich das für sie. Und ihr habt es ein ganzes Stück für mich gehalten am Anfang, bis ich es für mich selber sehen und entwickeln konnte und es dann auch nach außen getragen habe. Das hast du gut zusammengefasst. Ich kann mich nur gut erinnern an unsere VIP-Session für dich als Zuhörer. Das Mastery-Programm beginnt quasi mit so einer, ja, sehr persönlichen Strategie-Session zwischen dem Kunden und mir. Und da gehen wir halt in die Tiefe. Und man hat damals gespürt, so wie sie sich selber sieht und ihr Business aufbauen will, dass das nur ein Teil von ihrem Potenzial ist. Ja. Und das, ich habe ihr dann Möglichkeiten aufgezeigt und da brauchte sie eine gewisse Zeit, bis sie das annehmen könnte, sich da reinbegeben konnte. Aber eben, ich sage jetzt mal frech, 3 Monate später war es ja dann soweit und alles gut. Das war ja tolle Entwicklung. Ne? Also ich meine, andere brauchen Jahre oder vielleicht entwickeln sie sich nie. Dir ist es dann in 3 Monaten gelungen, bis die Tür aufging. Also was willst du mehr? Also es ist ja toll sozusagen. Ne? Jetzt möchte ich einen kleinen Sprung machen. Du hast diesen Award gewonnen, für sozusagen deine Aktivitäten im Bereich Februar, März. Da hast du den Award für 12.500, also einen fünfstelligen Monatsumsatz in 30 Tagen gewonnen. Der ist nur deswegen im Moment noch nicht übergeben, weil bei unserem letzten Award Day du leider wegen Corona ein Problem hattest. Also den wirst du in Kürze bekommen, ja, physisch auch. Aber trotzdem hast du ihn ja erhalten. Und das war ja für dich auch ein Ziel, diesen Award zu gewinnen. Vielleicht, dass du dich nochmal zurückbegibst, so in diese Phase Februar, März. Was hat es mit dir gemacht, als du gemerkt hast, als Unternehmerin, wow, jetzt habe ich das geschafft? Ja, es ist, das sind die Lorbeeren, die man dann einsammeln darf für sein Tun. Ich glaube, mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Von außen die Anerkennung zu bekommen für das, was ich mir geschaffen habe, das war großartig. Für mich ein großartiges Erleben und deswegen auch mit viel Traurigkeit verbunden, als ich ihn noch nicht persönlich in Empfang nehmen konnte. Ich freue mich sehr drauf, wenn ich das dann bald machen darf. Und für mich war es einfach ein Riesenanreiz, auch euch kennenzulernen, euch in Liechtenstein besuchen zu können. Und von daher diese innere Motivation, dabei sein zu können bei denen, die diesen Preis gewinnen, das war ganz groß. Ja, das ist sicherlich so. Wir gehen nochmal einen Schritt weiter. Ihre Entwicklung ging noch weiter. Sie hat ihr unternehmerisches Mindset noch weiter geschärft, hat aber gleichzeitig ihren Partner, so wie man es richtig macht, nicht aus den Augen verloren. Ihr ist wichtig, dass das auch so bleibt und dass eben beides nebeneinander schön steht. Jetzt hat sie mir gerade gesagt, dass sie im aktuellen Monat ungefähr bei 22.500 Umsatz liegt. Ne? Also die Entwicklung geht weiter und das sozusagen bei gleichzeitig voranschreitender Lockerheit, sage ich jetzt etwa mal im Marketing. Das ist ja auffällig in deinem Marketing. Je lockerer und je, weiß auch nicht, natürlicher und selbstverständlicher man sich gibt, desto,
Stärke ist das Sog auf andere Menschen und dann kommen sie leichter auf dich zu. Lasst uns vielleicht über den Punkt sprechen, ne? Also, du hast da nochmal eine Entwicklung genommen, und dazu, das glaube ich, ist ein ganz wichtiger Schritt, den wir bei vielen Kunden bei uns feststellen. Ja, erzähl drüber. Das Thema Sichtbarkeit, also etwas, was auch für mich ein echter Lernprozess war. Also ich spreche ja dauernd vom Lernen, aber es war auch so. Ich finde, ich stehe auch dafür zu sagen, man ist nie zu alt, um etwas ganz Neues nochmal zu wagen und sich immer nochmal wieder neu zu erfinden. Und da war es jetzt auch dieser Punkt, wie gehe ich in die Sichtbarkeit, in diesem virtuellen Raum, in diesem Netz, wo ich gar nicht sehen kann, wer mich sieht, sich da irgendwie so anzuvertrauen und sich so zu zeigen, das war auch ein Entwicklungsweg. Und da hat man auch bei mir, glaube ich, sehr stark gemerkt, dass da am Anfang einfach noch ein bisschen Zurückhaltung war. Da war ich ein bisschen vorsichtiger und dachte, ach du meine Güte, und wer sieht das nachher alles, die Nachbarn oder meine Kinder? Und inzwischen ist es einfach so, dass meine Kinder das großartig finden, was ihre Mutter da auf die Beine stellt. Und es ist einfach so, je leichter und selbstverständlicher ich einfach nur noch mich zeige, so wie ich bin, weil ich nichts mehr zu verstecken habe, auch die Falten nicht mehr, je mehr ich das kann, desto besser funktioniert das Marketing, weil ich immer authentischer werde oder vielleicht auch inzwischen einfach sagen kann, ich bin authentisch. Das, was man sieht, das bin ich. Ja, zwischendurch. Also wenn du eine Frau bist, kann sie dir helfen zum Thema Liebe, insbesondere dann, wenn du momentan Single bist. Erzähl mal kurz, wo kann man dich finden, wenn man das Gefühl hat, ich mag nicht mehr Single sein, ich würde gern auch eine erfüllende Partnerschaft haben, ich möchte mich da entwickeln, ich möchte lernen, wie das geht. Wo findet man den Zugang zu Carmen? Den findet man natürlich auf meiner Homepage carmen-mai-daud.com. Einfach anklicken, da findet ihr mich, da könnt ihr mit mir in Kontakt treten. Wirklich, da ist auch meine Facebook-Gruppe verlinkt, eine ganz, ganz tolle Gruppe. Es ist der Club der Traumfrauen für Frauen, die leben wollen, wovon sie träumen. Single war gestern. Und das ist es auch, was mein Programm ausmacht. Es geht darum, Pep up your image. Single war gestern und das bedeutet, dass man sich in seiner Single-Haltung nochmal bewusst wird, was da an Ausstrahlung wirklich möglicherweise zu verändern ist, was an Potenzial da ist, um in eine ganz veränderte, selbstbewusste und charismatische Ausstrahlung zu gehen und wirklich mit hoher Anziehungskraft den Menschen in sein Leben zu ziehen, den man sich wünscht. Und das ist es, worum es mir geht. Ich bin also keine klassische Partnervermittlung, das werde ich auch immer mal wieder gefragt, sondern ich bin Single Coach und mir geht es jetzt ganz klar darum, diese Vorbereitung von beziehungswillig hin zu beziehungsfähig, diese Vorbereitung zu ebnen und da ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsarbeit auf den Weg zu bringen, dass man selber in eine ganz veränderte Haltung kommt. In gewisser Weise hast du, ist mir gerade aufgefallen, ich bin ja auch ein Mann sozusagen, hast du dir ja schlussendlich auch so jemand gewünscht, der dir sozusagen als Selbstständige weiterhilft, in gewisser Hinsicht. Jetzt blickst du ja sozusagen auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück. Da möchte ich dich einfach fragen, warum würdest du zusammengefasst sagen, dass du da, warum würdest du anderen empfehlen, auch eben in unser Programm zu kommen, diesen Weg auch zu gehen? Warum würdest du das empfehlen? Weil ich kann nicht beurteilen, was es sonst noch auf dem Markt gibt. Ich kann nur beurteilen, was ich erfahren habe. Und was ich erfahren habe, ist ein hochkompetentes Team, ein hochkompetentes Programm, wo man durchgeleitet wird, sehr komplex, mit sehr viel Inhalt, oft auch leider ein bisschen zu viel Inhalt. Aber ich meine, besser mehr als zu wenig. Ja, es hat einfach eine große Struktur und diese Struktur war auch in meinem Fall absolut nötig und wichtig, sonst hätte ich etwas in dieser Art gar nicht so auf die Beine stellen können. Also für jeden, der für sich sagt, er möchte mit seiner Idee, mit seinem Know-how, mit seiner Kompetenz etwas als Online-Business aufbauen, ja, würde ich sagen, gibt es hier bei Christian Mugrau eine ganz klare Adresse. Ja, das freut uns doch sehr.
Wenn du jetzt sagst zwischendurch, wir sprechen gleich noch intensiver weiter, wenn du jetzt zwischendurch sagst, Mensch, Munkra, hör doch auf zum Labern, ich will jetzt endlich wissen, wo ich mich melden kann, da kann ich dir helfen. Christian-Munkra.com/yes. Ja, da kannst du dich für ein Gespräch anmelden. Wir beraten dich, welches unserer Programme dir jetzt im Moment am besten weiterhilft. Genau, so hat es die Carmen ursprünglich auch gemacht. Wie war das für dich damals, so beraten zu werden? Na, du wusstest noch wenig, jetzt sagst du, wow, das hat sich wirklich alles so entwickelt. Ja, lass uns das Thema bei dir vertiefen. Also du hattest ja zunächst jetzt nicht, wie soll ich das sagen, du warst noch recht unerfahren, glaube ich, online, oder hattest zumindest auch von der Positionierung her nicht so hundertprozentig die Sicherheit, was ist jetzt das Richtige für mich? Da war ja auch noch eine Suchbewegung. Und das möchte ich schon nochmal vertiefen. Du hast, glaube ich, sogar wörtlich von einem Bauchladen gesprochen. Gefühlt. Dann wusstest nicht genau, was ist es jetzt? Wo habe ich die größte Stärke? Und ja, erklär uns, als es bei dir Heureka gemacht hat, da ist es. Jetzt unternehmen wir ja sehr viel, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, genau zu dem Moment zu kommen. Fühlen muss man es ja selber. Also das eine ist sozusagen, was, sonst arbeiten wir mit dem Kunden aus, aber es muss auch, und über diese Vision haben wir ja gesprochen, aber irgendwie muss es ja beim Kunden innerlich Klick machen, dass man sagt, jawohl, jetzt bin ich bereit, jetzt passt es, jetzt ist mir es klar, dafür gehe ich. Und ab dem Moment lief es ja dann auch viel, 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 viel besser. Ja, was ändert das für dich, wenn man in der Positionierung nach gefühlten 28 Jahren Suchbewegung sagt, jetzt habe ich endlich das Richtige? Angekommen. 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 Ich habe heute das Gefühl, ich darf einfach nur das leben und für diese Arbeit da sein, für dieses Tun arbeiten. Ich habe es heute Morgen noch in einem Post in Facebook tatsächlich reingeschrieben, dass mir überhaupt nichts mehr schwerfällt. Ich habe bis 14:45 am Schreibtisch gesessen heute Nacht und habe das Programm für den Minikurs weiter ausgearbeitet, was es demnächst geben wird. Und mit einer Leichtigkeit habe ich weniger als 5 Stunden geschlafen und ich stehe wieder auf, weil ich mit so viel Freude an den nächsten Tag gehe. Und das ist jetzt, hätte ich mir nicht vorgestellt. Also wenn in dem Moment, wo man tut, was man intrinsisch wirklich als große Leidenschaft spürt, ist es ganz leicht. Es ist nicht mehr mühevoll, es ist kein Angang, es ist nicht mehr die Faust in der Tasche, mit der du zur Arbeit gehst, sondern einfach wirklich mit einer Freude. Und das Ganze natürlich auch nicht mehr weit, weil es ist ja als Online-Business natürlich auch zu Hause. Ich habe da zu Hause eben einfach meinen Arbeitsbereich und es hat unglaublich viele Vorteile. Es hat unglaublich viele Vorteile. Ich würde sagen, diese Entwicklung ist unbezahlbar. Das nützt dir ja nicht nur gerade jetzt was, sondern das geht ja jetzt nicht mehr. Du wirst ja eher noch mehr dazulernen. Und das ist etwas, was eine total nachhaltige Veränderung natürlich bedeutet für jede Person, die halt selbstständig ist. Ja, wenn du das geknackt hast, also sprich, was ist mein, also strategisch, aber auch vom Gefühl her, was ist das Richtige, wo habe ich meine größte Kraft, dann fällt es ja auch leichter, es macht mehr Spaß, ja, dann geht eine Tür auf und das ändert halt das ganze Leben, meiner Meinung nach. Also die Positionierung endlich gelöst zu haben, das ändert alles, das macht das Marketing viel leichter, ja, es macht alles viel leichter, unbezahlbar halt. Und Gratulation an dich, dass dir das gelungen ist, ja. Also es war wirklich so, ich bin ja ursprünglich für alle Singles angetreten und auch in erster Linie wirklich für die Single-Männer, die lagen mir schon sehr am Herzen, weil ich einfach beobachten konnte, dass es an vielen Stellen so defizitär ist, wie Männer sich in ihre Dates begeben. Und ich habe gedacht, hey Männer, ihr braucht da wirklich ein bisschen Unterstützung und ich bin euch ein echter Spiegel. Und als dann meine Gruppe immer größer wurde, meine Facebook-Gruppe mit Frauen und Männern, habe ich gemerkt, dass die mich eigentlich gar nicht mehr brauchen, weil da fing ein sehr nettes Miteinander untereinander an. Und dann war klar, nein, ich als Frau stehe wirklich für die Werte einer Frau und da ich meine Single-Erfahrung natürlich in allererster Linie auch selber weitergeben möchte, ist es mir so wichtig, Frauen darin zu unterstützen, sofern sie sagen, ja, ich bin bereit für die Zeit zu zweit zu sagen, dann lass uns gemeinsam den Weg gehen, das kriegen wir hin. Ja, und deinem Mann wird es auch gefallen haben, dass du dich jetzt nur noch auf Frauen konzentrierst, sozusagen, ja. In der Tat, er hat nichts dagegen gehabt. Ja, aber ich bin ja ein Mann und das kann man ja auch verstehen.
So, also das ist alles gut, siehst du, die Fügung, ne? Und das habe ich halt am Anfang in diese VIP-Session, das ist für mich manchmal auch spannend in der VIP-Session, ne? Man hat so eine Idee, wie könnte das sein? Das ist dann wirklich so eine Vision, die ich halt von jemand habe. Und eben, also ich finde es bei dir toll, dass du schlussendlich dahin kamst und da jetzt total glücklich mit bist. Es nützt ja nichts, wenn ich sage, das wäre richtig, aber du fühlst nicht, das ist nicht der richtige Moment. In deinem Fall war es echt so, dass ich es halt toll finde, dass du da jetzt angekommen bist. Das ist richtig toll. Du hast auch Marketing gemeistert. Ich habe dich auch als jemand erlebt, der oder die sehr kontinuierlich war in dem Projekt. Also ich glaube, Erfolg ist ja nichts, was dir jetzt irgendwie in den Schoß fällt, sondern wenn du das, also man kann natürlich mal einen Glückstreffer landen, ne? Das schadet ja nicht, wenn man einen Glückstreffer hat. Aber wenn man, also einem gibt ja Sicherheit, wenn man sozusagen über ein System verfügt, wo man sagt, das ist kein Zufall. Ich weiß morgen, wenn ich das und das mache, hat es den Effekt. Und da bist du jetzt angekommen, das hast du dir echt zurechtgelegt. Du hast den Marketingcode für Carmen Daud geknackt. Du hast den Verkaufscode für Carmen Daud geknackt. Du hast den Mindsetcode für Carmen Daud geknackt. Du hast den Positionierungscode für Carmen Daud geknackt. Du warst coachbar. Na, ich stelle ja diese Frage am Anfang immer, bist du coachbar? Und das warst du. Und dafür möchte ich dir sehr gratulieren, mich auch dafür bedanken, dass du da offen warst, sozusagen. Ja, die Einladung einer Herausforderung, eine Kategorie höher zu denken, anzunehmen. Na, das ist ja, es gibt Leute, die können da nicht mitgehen. Und ich verstehe das. Aber natürlich für mich ist sehr erfüllend, wenn eben jemand mit einem Coachee da mit kann und sich darauf einlässt und auch wenn es manchmal nicht so leicht ist, sich dann wirklich eine Kategorie höher beamt. Und das ist dir halt gelungen. Und dafür möchte ich dir gratulieren. Vielen Dank. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, an der Stelle immer wieder darauf hinzuweisen, dass bei jedem persönlichen Veränderungsprozess es immer dazu gehört, wenn es wirklich was bewegen soll, dann wird es erstmal durch das Tal der Tränen hindurch müssen. Das ist auch in meiner Arbeit immer das Nadelöhr, wo auch Frauen in ihrer persönlichen Geschichte gucken müssen, was sind denn die Gründe, was hindert mich, was hat mich, was sind für Ängste und Widerstände da? Und die gab es natürlich auch bei mir persönlich. Also ich durfte auch nochmal am eigenen Leib erfahren, wie sich das anfühlt, durch das Tal der Tränen durchzugehen, um zu sagen, wow. Und deswegen bin ich wahrscheinlich heute auch unbewusst hier, weil jetzt habe ich einen Wahnsinnsausblick. Hier ist eine, ich bin in den Bergen und du kannst ganz weit gucken und ich kann auch für mich ganz weit gucken, denn ich habe den Erfolg jetzt, ja, der ist einfach da und ich darf sagen, ich bin erfolgreich. Also das war ein Weg. Ein Weg. Ja, ganz toll. Also das musste erwähnt werden sozusagen. So, jetzt kommen wir wieder zu dir. Was sie noch nicht erwähnt hat, doch, hat sie schon erwähnt, Gruppe heißt in Facebook Club der Traumfrauen. Also, das heißt, wenn du Also die jetzt heißt, darf ich dich unterbrechen? Die heißt Single war gestern im Club der Traumfrauen. im Club der Traumfrauen, Single war gestern im Club der Club der Traumfrauen. Traumfrauen, genau, da willst du hin, wenn du heute Single bist, in den Club der Traumfrauen Unbedingt. sozusagen. Die mit Leichtigkeit eben dann auch ihren Herzbuben, den richtigen jedenfalls, anziehen und dann auch so glücklich bleiben, nicht? Das ist ja heutzutage keine Selbstverständlichkeit. Jetzt hast du davon gesprochen, dass du bald so einen Schnupperkurs, einen Minikurs anbietest. Das ist ein, sag ich jetzt mal, ein super Angebot, um dich näher kennenzulernen, um deine Angebote näher kennenzulernen. Na, kann man gut rausfinden, wie passt man zueinander? Wann beginnt dieser Minikurs? Der beginnt jetzt am 6. November und wird 3,5 Wochen dauern. Also genau diese trübe Zeit des Novembers, die werden wir ein bisschen in einer Gruppe gemeinsam durchtunneln und mit ganz viel Licht einfach ein bisschen heller machen. Gerade für die Singles ist das ein schwieriger Monat. Immer wieder höre ich das und von daher war das für mich jetzt ganz wichtig, da ein tolles Angebot zu machen. Minikurs, Maxi-Inhalt, Mini-Preis. Genau, und wenn du da mehr zu wissen willst, geh einfach in die Facebook-Gruppe Single war gestern in den Club der Traumfrauen. Da findest du Genau. das. Stimmt's? Genau. Wunderbar. Sehr gut, Ich ja, freue genau. mich auf jede Einzelne. Ja, genau. Also das ist super. Und wo hat sie das gelernt, so zu machen bei uns? Carmen, nochmal an dich, wenn du zu einem Einsatz sagen müsstest, es dürfen auch zwei sein, ja. Also, aber wenn du jetzt sagen müsstest, so zusammengefasst, warum macht Sinn, bei uns die Premium Business Mastery zu buchen? Was hat es dir gebracht? Wir haben schon festgestellt, da waren ein paar unbezahlbare Teile dabei. Ich glaube, ihr beide,
Yvonne und du, ihr bringt eine ganz wunderbare, sehr spezielle Mischung mit und die ist wichtig. Du bringst, ich fange bei Yvonne an, Ladies First, und sie hat diese Spürigkeit, sie nimmt sich viel mehr zurück und beobachtet sehr genau und hat ein sehr, sehr gutes Gefühl für Menschen. Und du bringst dein Business-Know-how mit. Du bringst das mit, was vielen von uns fehlt als Berater, als Coach, als Therapeut, wo wir einfach wissen, was wir können. Aber wir wissen nicht, wie wir es wirklich an Mann und Frau bringen da draußen. Und diese Kombination ist toll. Also die ist etwas, was ihr zwei, das macht auch das Programm, würde ich sagen, so besonders. Und das ist eigentlich für mich der Erfolgsgarant. Der Erfolgsgarant ist eine sehr gute Zusammenfassung, würde ich auch sagen. Deswegen haben wir das auch gemacht. Ich meine, wir sind angetreten, damit wir solchen Menschen wie dir genau in so einer Situation helfen. Nämlich, na, das war wirklich, ich kann mich gut erinnern, man stellt sich vor, bevor man anfängt, wer ist die Zielgruppe? Und mein Bild war wirklich, ich habe mir immer wieder vorgestellt, das sind Könner da draußen, die echt was drauf haben, na, und dieses Gefühl haben, warum, ja, kriege ich es nicht hin, dass ich mehr in Kontakt komme mit den Richtigen und denen helfen kann. Und das hat natürlich dann ganz viele Vorteile. Mir ging es übrigens selber so, ja, bevor ich so den richtigen Dreh rausgefunden habe. Und du schilderst es ja auch. Und das war tatsächlich unser Bild, ja, dass wir genau solchen Leuten eben auch helfen konnten. Also die Leute, die Qualität haben, keine Blender, die auch bereit sind, sag ich mal, die notwendige Meile halt zu gehen, um sich das anzueignen, was halt noch fehlt, aus der Komfortzone rauszugehen, zu lernen, auszuprobieren, sich sichtbar zu machen im Marketing und dann da natürlich zu sein, das geht nicht von heute auf morgen, ne? Und einfach diesen Weg zu gehen. Und das macht uns schon stolz, wenn dann jemand wie du einfach dann auch diesen Weg nimmt. Und das hast du gut zusammengefasst, genau solchen Leuten können wir helfen. Und das auch sehr gut, finde ich persönlich, ja, die Stärken von der Yvonne beschrieben. Jetzt möchte ich ja sagen, dass ich auch schon auch intuitiv bin, ne? Aber es ist schon so, das wird eben so mehr in mir jetzt gesehen sozusagen, ne? Dieses Businessmäßige, und da lebe ich ja auch auf, das ist super. Und das kann ich schon sagen, die Kombination, also dass eben Yvonne so mit dieser Feinfühligkeit, ja, jemand total erfassen kann und dann mit ihrer Fähigkeit, das in einem Bild, das für die andere Person, ja, wie soll ich sagen, fühlbar ist, und wie auf der Festplatte so gespeichert wird, dass man sich immer wieder so als Leitstern dran erinnert. Das würde ich sagen, das ist schon toll. Und eben die Kombination von uns bekommt man gerade am Consulting Day, natürlich in vielen anderen Formaten auch, eben genau das. Du wirst erfasst, du wirst strategisch beraten. So beginnt ja das Programm schon. Und dann wird es immer wieder, wenn es mal wo hakt, immer wieder wiederholt. Und das ist schon toll. Und ich glaube, dass dir das auch zugute kam, ja, in deiner Entwicklung. Ja, wir kommen jetzt so langsam, sag ich jetzt mal, zum Ende von diesem Interview. Ich möchte mich sehr bedanken bei dir. Ich möchte dich natürlich jetzt da an deinem verdienten Wohlfühl-Ferienaufenthalt mit deinem Mann nicht länger aufhalten, sozusagen dein Glück zu genießen. Ich habe mich sehr, sehr gerne aufhalten lassen. Vielen Dank. Es war ein Geschenk, weil ich einfach so viel gearbeitet habe in der letzten Zeit, das einfach mal so ein bisschen durchzuschnaufen. Ja, genau. Und ich gratuliere dir abschließend nochmal sehr zu deinem tollen Award. Wir sind sehr froh gewesen und haben uns immer glücklich geschätzt, dass du unsere Kundin warst. Und wir hoffen da inständig, dass du nochmal einen Schritt machst und dich traust, dann später auch nochmal für die Singlefrauen, noch viele, viele tausenden Singlefrauen zu helfen. Mit einem Buch geht's eben nur besser. Die Vision habe ich natürlich, hoffe, dass du den Schritt irgendwann innerlich noch machst, dich da traust. Aber unabhängig davon, ich bin echt stolz auf dich. Du kannst auch sehr stolz auf dich sein. Bin sehr glücklich über deine Entwicklung. Ich bedanke mich auch sehr für dieses spannende Interview. Bedanke mich auch, dass du interessante Einblicke gewährt hast, dass dir das nicht in den Schoß gefallen ist, sondern ja, ich denke, dadurch hast du das für andere sehr gut verstehbar gemacht, wie man eben hier zum Erfolg kommt. Also vielen Dank dafür.
Ganz gerne, Christian. Du hast es gerade nochmal wichtig gesagt. Ich glaube, wichtig ist für jeden, der zu dieser Arbeit bereit ist, er muss sich aus seiner Komfortzone herausbewegen und bereit sein, eine Extrameile zu gehen. Es fällt nicht in den Schoß, das ist wichtig, aber es eröffnet ganz, ganz neue Perspektiven. Also das ist wirklich, das muss man wissen, glaube ich, dass man schon sich da auch richtig einsetzen muss. Ja, sehr gut. Dann bleibt mir jetzt das Schlusswort. Also, wer hier Single Lady ist, ich glaube, du hast ganz klar verstanden, wer dir jetzt helfen kann, aus diesem Zustand in eine glückliche Partnerschaft zu kommen. Das ist eher die Carmen als ich. Na, kleiner Spaß, die Carmen kann dir hier super helfen. Und wenn du sagst, ich bin noch nicht selbstständig, aber ich will selbstständig erfolgreich werden, dann hat die Carmen dir gesagt, wir sind eine super Adresse. Oder wenn du schon selbstständig bist, aber mit dem Online-Bisschen schon ein bisschen rumprobiert hast, aber du hast da noch nicht den Durchbruch geschafft, dann hat die Carmen auch gesagt, wir sind eine super Adresse. Wenn du jetzt noch offline erfolgreich bist, aber du bist noch gar nicht online erfolgreich, vielleicht arbeitest du sogar noch mit Stundensätzen und wünschst dir eben mehr Freiheit und hast auch irgendwie keine Lust mehr für irgendwen zu arbeiten, der zufällig an der Tür schellt, sondern du willst irgendwie mit den Richtigen zusammenarbeiten, sogar nur noch mit den Richtigen, damit du Zeit für Schatzi hast, auch dieses Ausbalancieren, damit die Energie stimmt, hat die Carmen auch gesagt, dass wir eine gute Adresse sind. Und ich könnte jetzt noch drei, vier andere Fälle nennen, was ich jetzt nicht mache. Also Spaß beiseite, wenn du sagst, wow, ja, ich will es auch so eine Entwicklung machen wie die Carmen, dann geh einfach auf christian-mugrauer.com/yes und sag ja zu dir, deinem Leben, deinen Möglichkeiten und ja, du bist deines Glückes Schmied, handle. Ja, das kann ich dir nur raten. Ich bedanke mich sehr, Carmen, für dieses wunderbare Interview. Ich habe das sehr genossen, mit dir zu plaudern und wünsche dir das Allerbeste. Danke, Christian. Ich fand das ganz toll, auch mit dir jetzt. Viel Wertschätzung und es ist ein so sympathisches und herzliches Miteinander. Vielen Dank dafür.